Dschungelcamp und Wagenknecht, das gucke ich alles gar nicht. Ich gucke ja gar keinen Fernsehen. Ehrlich, ich gucke nicht mehr. Neulich habe ich Anne Will gesehen mit kürzeren Haaren und Brille. Habe ich gemerkt, nee, ist ja der Beckmann. Nee, es ist zu viel. Ja. Dann habe ich mal den Frank Plassberg in echt getroffen. Ganz netter Mann eigentlich. Ich sagte, das ist doch Frank Plass. Sagte, ich heiße Plassberg mit Berg am Ende. Plassberg. Ich sage, nicht Plass. Können Sie mal sehen, wie schnell ich immer wegschalte. Also, ich finde, Politiker und Parteien sollten langsam mal Gebühren dafür zahlen, dass sie im Fernsehen Werbung für sich machen dürfen. Das ist doch abstrus. Das ist bizarr. Wir zahlen jeden Monat Geld dafür, dass Leute, die wir gar nicht sehen wollen, uns im Fernsehen Sachen sagen, die wir gar nicht hören wollen, damit ihren eigenen Marktwert steigern, von dem wir uns nichts kaufen können. Nee, da gucke ich doch kein Fernsehen mehr. Will doch so eine Andrea Nahles. Apropos, wer es schafft, dass die Nahles mal sympathisch rüberkommt, der kriegt ein Eis von mir. Also, einmal habe ich sie sympathisch im Fernsehen gesehen, als sie im Bundestag gesungen hat. Da dachte ich, wenn der Schäuble jetzt noch Steppzimmer in der Augsburger Puppenkiste. Du. Das ist ja wahr. Ne, guck ich nicht mehr. Guck ich doch nicht mehr. Ne. Nahles und Schwesig im Paket, das halte ich gar nicht. Hier, Elvis. Elvis galt immer als exzentrisch, weil er mit dem Revolver auf den Fernseher geschossen hat. Also für mich klingt das sehr vernünftig, wenn Sie mich fragen. Also ich guck doch ich guck kein Fernsehen mehr. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Blip. Auf diese Steine können Sie bauen. Brauchen wir noch eine Bank, die ewig so weitermacht? Oder eine Bank, die nicht nur verspricht, sondern auch hält? Früher haben Verstopfungen mich stark belastet. Da frage ich doch mal die Talkrunde Manuela Schwesig. Also Herr Jauch, das kann doch wohl nicht angehen, dass hier viele fleißige Menschen hart arbeiten. Herr Kauder, wenn Sie mich bitte mal ausreden lassen. Ich habe Sie auch die ganze Zeit ausreden lassen. Da wird das alles ganz fein gehäckselt. Dann geben wir das in eine Schüssel, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dazu. Die Vegetarier können natürlich das Fett weglassen und durch dünne Brühe ersetzen. Blub. Ja, es ist Stadelzeit, wir sind so weit. Blub. Karim Joska, ich habe Ihre Frage jetzt nicht genau verstanden, auf Ihre Frage zurückzukommen. Die Ägypter sind immer für eine Überraschung gut. Blub. Schauen Sie, dieser wunderbare Ring in der Krabbenfassung. Ich halte den eben mal in die Kamera. Sehen Sie, wie der blinkert? Wir haben noch 300 Stück. Rufen Sie an, bestellen Sie diesen. Blub. Dann sind Sie rübergegangen, haben das Messer genommen und einfach zugestochen. Blub. Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Blub. Herr Jauch, das kann doch wohl nicht angehen, dass hier viele fleißige Menschen hart arbeiten. Herr Kauder, wenn Sie mich bitte mal ausreden lassen, ich habe Sie auch die ganze Zeit ausreden. Blub. Diese ganzen Affen hier, das sind alles meine Mitarbeiter und ich sichere deren Arbeitsplätze bis in die nächste Generation. Was sagt der Schimpanse dazu? Wo ist tolle Seidenbacher Müsli? Lecker, lecker, wegen der Verdauung. Seidenbacher, ja probier schon. Ich frage Sie zum letzten Mal. Ich frag Sie zum letzten Mal, wo waren Sie gestern zwischen 22 und 23 Uhr? Bip. Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft. Bip. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, Schaden von ihm wenden. Bip. 442, 442, ruf an. Reife Frauen warten auf dich. 442, 442, Bip. Da kommt ein Tiefdruckgebiet von Osten, was uns ergiebigen Regen bringt, aber hier und da auch ganz freundliche Abschnitte aufweist. Bip. Was sagt Harald Glöckler zu dem Outfit? Also mit einem Krawatten zum Halse raushängen, sind sie in den meisten Fällen falsch gebunden. Blip bei einer Schießerei in Afghanistan, blip in Syrien bei einer Schießerei, blip bei einem Terroranschlag, blip bei einem Anschlag, blip. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hart, aber fair. Mein Name ist Frank Plass. Blip. Guten Abend!